Cheerio, meine lieben Handwerker, willkommen zurück zu My Time at Portia. So. Ich habe mich schlau gemacht, was das, wenn man das auf sich hat. Oh, ein Fotoshooting. Klar. Ich habe mich mal schlau gemacht, womit es sich mit diesen Datenchips auf sich hat. Und zwar ist das, wenn man Ack befreundet, also einen Roboter-Freund. Wenn man sich mit dem befreundet, kriegt man eine Hauptmission, wo man diese Chips benutzen kann oder sollte. Das hat die Belohnung, ne? Ja. Behalten. Das ist halt eine Mission, wo man dann den Kram bekommt. Beziehungsweise die Chips einsetzen kann, um ihn da zu modifizieren, kann man das so sagen? Wieso braucht er denn keine Dings mehr? Muss ich mir jetzt langsam Sorgen machen, weil ich jetzt hier keine Dings mehr bekomme? So, das verkaufen wir gleich. Wieso baust du denn keine Rappen-Dings mehr? Keine Trainings-Dummies, mein Freund. Ja, weitermachen bitte. So. Okay, wird natürlich ein bisschen problematisch, weil erstmal die Stahlplatten nachgeliefert müssen werden. Das ist natürlich verständlich. So. Wir werden dann erstmal dein Fotoshooting, wie immer, mal machen mit unserer Herzensdame. Dann kriegen wir ein paar Pünktchen wieder dazu. Dein Essen ist bald fertig. Einen Tag brauchen die noch, Alter. Gucken wir mal Dings hier an, Stall. Okay, Hungerstufe ist noch nicht so tief, das ist gut. Ack, mit dir muss ich mich anfreunden für die Chips. Mein Freund. Kann ich glauben, wie viel er hat. Beschenken. Wie wäre es mit dieser Trommel? Danke. Danke. Los geht's. Hepsa. Wieso habe ich denn nicht zwei? Achso, ja, das eine ist für die Mission mit Dings. Ja. Oh Gott, verwirrt ist er, hä? So, dann gehen wir erstmal ins Forschungszentrum, weil ich möchte mir gerne noch Forschungsnotizen kaufen. Hallo. Da. Ja, 6 Stück. Oh. Metallrampe. Okay. Aber jetzt können wir wenigstens die Produktivität unserer Maschine wieder steigern. Mit diesen 5 Forschungsnotizen. Wir werden natürlich auch noch, wenn wir gleich fertig sind, wenn wir natürlich in die nächste Mine gehen, wir können dahin gehen, wo wir Eisen gekriegt haben. Einfach um das Ganze zu nutzen. Aus dem Weg! Aus dem Weg. Ich muss mit meiner Frau ein paar Fotos machen, hä? Das ist perfekt für Fotos. Komm, lass uns. Ich wollte gerade sagen, hä? Schreck mich doch nicht so. So. Wir müssen ein Gruppenfoto machen, das ist das Wichtigste. Guck mal, was ich da rechts sehe. Gerne doch, Schatzi. Hier. Okay, what you're trying to express. Naja. So, ich würde jetzt gerne einmal kurz. Oh, Alter, wie ich da bei Motion Sickness die ganze Zeit bekomme. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob ich das bekannt bekomme, aber wenn man dann so hier sitzt und dann. Man sitzt ja. Man bewegt sich ja nicht. Man bewegt sich ja nicht selbst. Und dann fällt der Charakter runter und so, der Körper gibt einem so das Gefühl, man fällt selbst runter. So, ich möchte gerne Stahlrohr. Kann ich das bei euch hier auch einstellen? Leider nein. Das ist natürlich bescheiden. So, können wir noch mehr Schleim einstellen? Nee. Ups. Den aushängen. Dann hier abgenutztes Fell.
aushängen. Sehr schön. Gut, 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 gut. Im Gefängnis ist derzeit keiner, das ist ja gut. Leider können wir kein Stahlrohr aushängen. Weil die Sache ist, ich würde gerne Geschenke für Dings bauen. Für Sam, aber allerdings. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz trocken hier oben rein. Ja. Weil man soll immer jeden Tag die Ausdauer verbrauchen und das mache ich. Ich nehme mich jetzt auch einfach ganz mal Mode. Habe ich das gemacht? Oder war das schon? Das sieht ja geil aus jetzt hier. Doch, das war ich. Ich sehe das. Ich sehe das Geburte. Also war ich das gewesen? Jo. Ja, da hat man hier gerade nicht so den Luxus wie eben gerade bei der Kupferader, aber. Jetzt haben wir mal zu viel Sand. Alter. Hier. Nur ein Batzen hier an Mangaka-Ärzte mit. Haben sogar zwei Schätze schon freigeräumt. Bum, 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 bum. Ja, komm. Ich kriege den Schatz nicht. Der fliegt da jetzt einfach. Was ist das denn hier? Eine Waschmaschine. Gut. Strukturelle Ästhetik, okay. Und wir sind schon wieder außer Fuste. Die haben keine Kraft mehr, so. Dun, 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 dun. Wie viele CDs haben wir denn wieder gefunden dabei? Wir haben 17 CDs gefunden, sehr schön. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Yay. Heyo. Hey, Ack. Lagern wir mal den Schmarren ein. Alter. Naja, so viel wie zum Einlagern hier. Zack, 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 zack. Können wir gleich mal zu Hause auf mal hinstellen. Waschmaschine. Nicht gut. Hier. Na, ich pack das mal da rein. Zack, zack. Den Chip müssen wir gleich mal wegpacken. Was ist das denn? Eine strukturelle Design, ästhetische Perspektive. Okay. Müsste also zu jemandem passen, der darauf steht. So dieses Äußere. Das könnte ja eigentlich nur Albert sein, weil das ist ja einer, der hier. Es könnte im Grunde nur Albert sein, weil das ist ein Typ, der. So, hier, ab, bitteschön. Komm, gehen wir mal hin. Außerdem wollen wir sowieso verkaufen hier. Wir haben ja ein paar Sachen, die wir verkaufen wollen. Nee. Das kann im Grunde nur Albert sein, weil das ist ja halt jemand, der baut und so. Weißt du, was ich meine? Waren wir schon in der Handelsklinik? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, das müssen wir auch nochmal machen. Albert? Albert ist nicht da. Toll. Strukturelle Ästhetik. Dann einmal kurz hier flott rein, weil wir haben leider noch nicht den Dings heute gemacht. So. Die Kontrolle. So,
So, 2 von 4 Fehlern haben wir schon mal. Sonst ist auf dieser Seite leider nichts zu entdecken. Hier genauso wenig. Da auch. Oben? Nope. Unten? Nope. Brr. That's not easy. That's not easy to open now. Da. Ist das Loch hier so groß? Nee. Ist das Loch dazu groß, sagt die Sohn? Nö. Dun 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 dun. Ja. Ja, ja, böse. Nein, ist vorbei. Ja, gut. War ein bisschen spät dran. Na gut, die 36 Rufken, das ist für keinen. Bei. Fukakari, wo bist du? Da. Da ist Albert. Albert! Guck mal hier, ich habe kulturelle Ästhetik. Nein, gut, bin ich. Egal. So. Ich wollte verkaufen gehen. Ich wollte verkaufen gehen. Ich wollte verkaufen gehen, 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 gehen. Dann wollen wir natürlich unsere Maschine gleich noch verbessern. Das wollte ich auch noch machen. So. Was gibst du mir denn dafür? 25 plus, alles klar. Und das hier. Nee. Sehr schön. Wieder ein bisschen Geld gemacht. 6000. Könnte natürlich ein bisschen mehr sein, aber. Wir wollen uns doch nicht beschweren. So, ich möchte mal, wie gesagt, zwei Dinger kaufen hier. So, dann können wir nämlich jetzt gleich eine doppelte Verbesserung machen an der Maschine. Und wir haben ja neue Rezepte gelernt, also neue Möbelrezepte. Können gleich mal gucken, was wir denn für neue Möbel machen können. Ob die billig sind, ob wir die uns gut leisten können und so. Ja, für das Bett brauchen wir leider, müssen wir leider 50 sein. Fehlen uns leider noch Level. Ich kann mal einen Level-Cheat raussuchen. So. Maschine. Also, optimiermechanische Leistung und erhöhe die Produktionsrate. Also, je mehr er produziert. Die Produktivität, das heißt die Geschwindigkeit, ja. Wir verbessern einmal hier. Oh, zu lange Max-Level bald. So. Hier brauchen wir tatsächlich 2. Was das heißt, wir brauchen 5 wieder. Okay. So, 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 so. Ja, die kommt nach uns hier hin. So. So. Sehr gut. Wir haben neue Möbel gelernt. Aber die Traumlampe war es, ne? 383 bringt die. Allerdings ist es ein bisschen teuer von den Dings her. Wir haben Kristallstatue hochgelernt. Leider auch ziemlich. Na, ja, wir müssten Kristall bauen. 39 leer. Und die Krankenhausbett. 422. Ja. Wir müssten Bronzebarren auch herstellen. Also ist gut zu machen, wie man das sieht. Wir müssten halt eine Bronzebarren auch mit herstellen, ne? Machen wir, was wir hier neu gelernt haben? Nein. Lass uns mal Bronzebarren herstellen. Moment. Bronzebarren in Massen. Hier. Fertigen bitte. Ja, mach mal. Hier. Ups. Feines Fell ist natürlich auch so. Nee. Können wir hier leider nicht. Doch, können wir herstellen. Durch Fell. Im Fell machen wir natürlich abgeführt nutztes Fell. Perfekt. Fertigen. So. So. Und. Oh!
Einer meiner hier Steam-Freunde spielt auch gerade My Time at Ports. Ja, hallo. So, das heißt, wir hauen das jetzt einfach durch. Und lassen den jetzt einfach mal arbeiten. So. Wir gehen jetzt auch einfach mal schlafen. Nächsten Tag dürften ja zumindest schon mal die Schleime im. So. Dürften die Schleime im Dings sein. Im Briefkasten. Weil normalerweise braucht das echt so zwei. Ja. Zwei Tage. Gute Nacht. Na, ich weiß nicht. Ich möchte hier nicht stehen. Guten Morgen. Nein. In den Marschen läuft aus. Ich würde den dann hier hinstellen. So. Haben wir eine kleine Waschmaschine hier stehen. Oh, gut. Ja, passt es da. Von der Handelsgilde. Ja. Von der Ziviltruppe. Mein Schleim. Von der Ziviltruppe. Ein abgenutztes Fell von der Ziviltruppe. Mein Schleim. Waren aber fleißig. Holla. Packen wir gleich weg. Ich will erstmal. Bist du fertig? Nein. Dauert noch 2 Stunden. Ich werde erstmal den Handelsauftrag annehmen, bevor Higgins da zu schneller ist als wir. So. Bam, bam, bam. Bam, badam, 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 badam. Oh, da. Wir haben einen großen S-Auftrag. Ein Weidenkorb. 1500. 1170. Drei Holzsäulen. Holzsäulen, genau. Ich nehme mal den hier. Drei Holzsäulen, ne? Nimm mir 3 Holzsäulen. Komm, Kari. Badum, 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 badum. Bopsa. 3 Holzsäulen brauchen wir. Also wir haben jetzt hier einen von den Dingern hier. So, bitteschön. So. Alter. Ja, sehr schön. Flops. Pops. Pop, 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 pop. Nein, nicht die CDs. CDs sind weit, brauche ich. Die kannst du nicht reinpacken. Und hier die Sachen, die kannst du da reinpacken. Sehr gut. So, ich brauche trotzdem 3 Holzsäulen. Mir fehlt Pappelholz. Ich muss Pappelholz holen. Können wir gleich mal mehr holen. Wir haben ja die Dings dabei. Die. Dingsbums. So, hups. So, einmal zur Wüste bitte. Doch. Doch, setz du. Doch, setz du. So. Okay. Da. Und zwar brauche ich dafür meine Kettensäge. Brrr. Brrr. Dreimal Pappenholz. Im Grunde kriegt man also 3 Pappelholz pro Baum. Obwohl, das liegt wahrscheinlich an der Größe des Baumes ab. Das hängt davon ab. So. Wir haben zum Beispiel nur 2 bekommen. So. Flop, 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 flop. Wir haben jetzt 4 bekommen. So. Die Sache ist aber, wenn jetzt demnächst wieder eine Quest kommt, ist so eine Aufgabe und eine Frage, dass welche das Pappenholz wollen, dann haben wir es jetzt zumindest schon mal, ne? Wir könnten natürlich auch noch ein bisschen Gift ziehen und so sammeln. Bin ein bisschen enttäuscht, dass ich die Knöchel nicht habe. Also ich müsste da mal ein bisschen rumgucken, was ich das Rezept für die Knöchel nicht habe. So.
Und da vorne haben wir die Schlangen, die können wir mal gleich mal platt hauen, um die Giftzähne mitzunehmen. So. Wieso will ich. Gibt's keine Schriftzähne von mir? Okay. Anscheinend nicht. Gut. Nö. Es gibt keine Giftzähne. So, den Kram mal mit hier. So. Was mit? Ich wollte gerade sagen, haben wir hier noch irgendwo Pappelbäume? Ja, haben wir. Hi. Da oben. Bam, bam. So. So Leute, ich würde mal sagen, ich beende die Folge spontan hier für heute. Beim nächsten Mal gehen wir die Holzsäulen ab, schauen, dass wir noch weiter Geld verdienen. Ne? Ja, wäre auf jeden Fall super, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt doch an den roten Knopf der Handwerker. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bye, bye.